Das Bundesamt für Strahlenschutz in Salzgitter. Rund 100 Menschen sind an diesem Sonntagnachmittag hierher gekommen. Sie nehmen teil am ökumenischen Kreuzweg der Schöpfung des Bistums Hildesheim. Wolken sind aufgezogen, immer wieder beginnt es zu regnen. Eine trostlose Stimmung. Doch das schlechte Wetter konnte die Menschen nicht abhalten. Singend und betend tragen sie ein 3 Meter hohes Holzkreuz durch Salzgitter, gefertigt aus dem Holz einer Lerche, die in unmittelbarer Nähe des Atommülllagers Asse stand. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen die Kernenergie, denn die macht ihnen Angst. Nach der verheerenden Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima mehr denn je. Ich denke mal, Japan ist weit weg, aber man muss sich auf jeden Fall Gedanken darum machen, wie man aus diesem Atomausstieg rauskommt. Also Japan, denke ich mal, zeigt mir jetzt noch mal viel deutlicher, wo die Probleme sind und dass dieser Typ der Energie so nicht beherrschbar ist. Japan zeigt eindeutig, dass man sich nicht immer sicher sein kann. Wir haben nur eine Schöpfung und wir haben nur ein Raumschiff Erde, wie ich heute noch mal in der Salzgitterwoche, glaube ich, gelesen habe. Und dafür muss man sich irgendwie ein bisschen jedenfalls noch mitverantwortlich fühlen. Ausgangspunkt war die St. Josefskirche in Salzgitter. Dort brachten die Teilnehmer eine Tontafel der heutigen Station an das Kreuz an. Nach den ersten Stationen Hannover als Ort der politischen Entscheidung, Gorleben mit seinem Atommülllager und Bremerhaven mit seinem Offshore-Windpark. Mit diesem Kreuzweg will sich die Kirche in Niedersachsen für erneuerbare Energien und vor allem gegen längere Laufzeiten von Atomkraftwerken stark machen. Denn die aktuelle Katastrophe in Japan hat allen deutlich gemacht, wie groß die Gefahr ist, die von der Kernenergie ausgeht. Das sagt der Umweltbeauftragte des Bistums Hildesheim, Jürgen Selke-Witzel. Wir wollen mit dem ökumenischen Kreuzweg der Schöpfung die Haltung der Christen bei dieser wichtigen Frage mit ins Bewusstsein bringen. Natürlich auch die tagespolitische Frage nach der Atomenergie mit aufgreifen. Aber nicht nur, die Diözese Hildesheim hat nun alle 3 Atommüllendlagerstätten in Deutschland in ihrem Gebiet, Gorleben, Schachkonrad und Asse. Und wir wollen das zusammenbinden mit der zukünftigen Frage, wie wir eigentlich Energie für unsere Zukunft gewinnen wollen. Die letzte Etappe des ökumenischen Kreuzwegs führt von Remlingen zum ehemaligen Salzstock Asse. Hier lagern 140.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Material.